So, hallo, heute angesichts der Hitze, gut, okay, eher zufällig, hoffentlich ein bisschen leichtere Kost mal, aber trotzdem vielleicht nicht ganz leichte Kost. Zumindest etwas Farbe. Es geht um kürzeste Wege. Wir hatten diesen Foliensatz schon gesehen vor größerer Zeit. Es geht darum, generell von einem Startknoten aus, das ist der Knoten S in diesem Beispiel, zu allen anderen Knoten jeweils einen kürzesten Weg bzw. die Distanz, wie weit die Knoten entfernt sind, auf dem jeweiligen kürzesten Weg zu berechnen. So, wir haben also ein Netzwerk mit gerichteten Kanten, hier mit diesen kleinen Pfeilen angedeutet, mit Längen, einfach irgendwelche numerischen Attribute, nicht negativ vorausgesetzt bei diesem Algorithmus. Wir werden gleich noch Algorithmen betrachten, bei denen die Kantenlängen auch negativ sein dürfen. Aber hier, der Standardalgorithmus in jedem Navi setzt voraus, dass keine Länge negativ ist, was ja sicherlich im Anwendungsbereich von Navigationssystemen der Fall ist. So, das hatten wir seinerzeit ausgelassen in der Betrachtung. Das hier ist jetzt nur eine einfache Darstellung von der Information, die in einer Datenstruktur drinsteckt, nämlich gewisse Knoten jeweils mit gewissen Zahlen dazu, teilweise plus unendlich. Also wenn es Integer-Werte sind, dann eben Max-Value vom Integer. Für den Datentyp Double gibt es einen eigenen symbolischen Wert Infinity, den man für unendlich einsetzen kann. Bei Integer dann eben am besten den maximal möglichen Wert. Und wir sind hier mittendrin im Algorithmus. Ja, wir haben uns hoffentlich jetzt inzwischen angewöhnt, dass wir Schnappschüsse sehen. Bei einem iterativen Algorithmus wie hier mit einer Schleife bedeutet das eben zwischen zwei Iterationen, wie sieht die Situation da jeweils aus? Und die Invariante sagt, was Sie in jedem dieser Schnappschüsse vor und nach jeder Iteration erwarten können zu sehen. Und die Variante sagt, was Sie erwarten können, was von einer Iteration zur nächsten sich ändert. Der Grundalgorithmus, den kennen Sie schon zum Durchlauf durch irgendwelche verschiedene Netzwerke. Das haben wir hier uns erarbeitet in Live-Codings. So, wir sind hier im Schnappschuss nach vier Iterationen, vier Durchläufen durch die Schleife. Situation ist, wir haben jetzt hier fünf grüne Knoten. Und die Logik ist die, dass in jeder Iteration ein grüner Knoten mehr dazu kommt. Das heißt, einer der roten Knoten wird grün. Nach welcher Logik? Das hier hatte ich bisher nicht gesagt, aber das ergibt sich jetzt. Das ist etwas, was wir schon kennen, nämlich eine Priority Queue, eine Prioritätswarteschlange. Sie erinnern sich, die Implementation durch einen Heap. Beziehungsweise der Heap, diese abstrakte Datenstruktur, dieses abstrakte Konzept Heap, das wir uns als binäre Bäume angesehen haben, ist idealerweise, sinnvollerweise implementiert als ein Array. Damit haben wir uns vorletzten Termin, glaube ich, auseinandergesetzt. Und genau sowas steckt hinter dieser abstrakten Darstellung. Hier steht nur drin, was für Elemente wir alles haben, die Knoten jeweils mit einem Wert, dem Schlüsselwert, nach dem in der dahinterstehenden Datenstruktur die Elemente in irgendeiner Weise sortiert sind, vorsortiert oder wie auch immer, sodass wir immer sehr effizient auf das Element mit dem kleinsten Schlüsselwert zugreifen können. Das ist in diesem Fall das H. Die meisten haben Schlüsselwert plus unendlich. Ein paar haben endlichen Schlüsselwert. Der Schlüsselwert 14 ist der kleinste von allen, die wir hier drin haben. Wenn mehrere Knoten den Schlüsselwert 14 hätten, dürften wir uns aussuchen, welchen wir davon nehmen. So, was sind die Schlüsselwerte hier drin und was sind die Knoten hier drin? Also erstmal die Knoten, das sind alle, die noch rot sind. Ja, am Anfang haben wir alle Knoten außer dem Startknoten hier reingetan. Und Sie sehen die Platzhalter in dieser symbolischen Beschreibung. Hier stand das A, C, E und F. Die sind alle schon rausgenommen und grün geworden. Und die anderen, die noch rot sind,
die sind hier mit ihren jeweiligen Werten. Und was sind das für Werte, die hier rechts stehen als Schlüsselwerte? Gucken wir uns das bei H an, als Beispiel. Der Schlüsselwert für 14 ist die kürzeste Möglichkeit, um vom Startknoten zu diesem Knoten zu kommen, nur über grüne Zwischenknoten. Das ist an diesem Punkt die Invariante. 8 plus 4 plus 2. Oder gucken wir uns bei G an. 18, die kürzeste Möglichkeit, um hier hinzukommen zum G, ist über 8, 4, 6, ergibt hoffentlich 18, ja. B vielleicht noch, die 16, wie kommt die zustande? Wir haben hier mehrere Möglichkeiten, um von S nach B zu kommen, ohne über rote Zwischenknoten zu gehen. Eine Möglichkeit ist, direkt von S nach B zu kommen, das hat Länge 20. Eine andere Möglichkeit ist, hier 8 plus 4 plus 3 plus 2 nach B zu kommen. Das hätte also Länge 17, nicht? Und eine dritte Möglichkeit ist, hier über A, C, E, F nach B zu kommen. Das hat diese Länge 16. Das Minimum aus allen Möglichkeiten, allein über grüne Zwischenknoten, vom Startknoten zu diesem roten Knoten zu kommen. Der Startknoten ist natürlich immer grün, der rote Knoten ist immer rot, Zwischenknoten dürfen nur aus grünen Knoten bestehen. Und das, was Sie hier sehen, ist schon im Prinzip eine Visualisierung der Invariante für den Fall, dass wir schon vier Iterationen hinter uns haben. Wir haben Anzahl Iterationen plus 1 Knoten schon erledigt, S ganz am Anfang und diese vier Knoten dann nacheinander. Das sind nicht irgendwelche Knoten, sondern das sind die vier Knoten, die am nächsten zum Startknoten sind. Ja, schauen Sie sich das an. Ja, von S aus 20, 45, 30, 8. Das ist der nächste Knoten. Und weil 8 plus 12 immer noch kleiner ist als alle Möglichkeiten von S auszugehen, ist das der zweitnächste und so weiter und so fort. Also die zum Startknoten am nächsten liegenden, am schnellsten erreichbaren Knoten, diese vier sind zusätzlich zum Startknoten grün gefärbt. Punkt 1 der Invariante. Und für die haben wir dann natürlich die echten Distanzen schon berechnet. Punkt 2 der Invariante, alle roten Knoten sind hier drin, in dieser Datenstruktur, die hier nur durch dieses Doppelarray angedeutet ist. In Wirklichkeit steckt da eben irgendeine Implementation der Prioritätswarteschlange drin, beispielsweise sinnvollerweise ein Heap, wie wir ihn kennengelernt haben. Und wir haben festgestellt schon, was da jeweils dieser Wert ist. Was heißt unendlich für D? Unendlich heißt, es gibt keinen Weg, der nur über grüne Knoten geht und nach D kommt. Denn um von S nach D zu kommen, müssen Sie entweder hier über B gehen oder Sie müssen hier unten rum irgendwie gehen. Geht sogar gar nicht, weil hier alle Kanten in die Richtung gehen. Ja, also deshalb haben manche Knoten die Länge unendlich, um anzudeuten, es gibt keinen Weg vom Startknoten bis zu diesem Knoten, der nur grüne Knoten als Zwischenknoten enthält. So, wie ist jetzt ein Schritt? Was passiert in einer Iteration? Wir nehmen uns diesen Knoten her mit der geringsten Länge, mit der geringsten Entfernung, färben den grün. Weg ist er hier. Er ist jetzt ein grüner Knoten. Und jetzt haben wir eine kleine Änderung gemacht. Was für eine kleine Änderung haben wir gemacht? Dadurch, dass wir diesen Knoten zusätzlich dabei haben, hat sich der Weg nach G verkürzt. Wir hatten vorher hier irgendwelche Möglichkeiten 30 oder 8 plus 4 plus 6. Jetzt haben wir die Möglichkeit 8 plus 4 plus 2 plus 1 nach G zu kommen, haben dementsprechend hier den Wert reduziert. Und da sehen Sie jetzt genau die drei Methoden, mit denen wir uns so herumgeschlagen haben bei den Heaps.
einfügen am Anfang in der Initialisierung. Alle Knoten aus dem Startknoten werden eingefügt. Minimum rausnehmen, haben wir eben gemacht. Das H war das Minimum. Das haben wir rausgenommen. Nicht irgendein Knoten, sondern das mit minimalem Schlüsselwert. Und Decrease Key. Für gewisse Knoten, für gewisse Elemente den Schlüsselwert zu reduzieren, weil wir jetzt hier eine andere, weil wir jetzt hier einen zusätzlichen Weg gefunden haben, der kürzer ist als alle anderen Wege nur über grüne Knoten. Und Sie sehen dann schon auch, wie man eigentlich jetzt, das werden wir gleich auf die Implementation zu sprechen kommen, aber Sie sehen schon, wie man das eigentlich implementieren muss. Aus diesen Bildern müsste das eigentlich schon einigermaßen herauskommen. Wir nehmen uns also hier, suchen uns das Minimum, schmeißen das raus aus dem hier. Das hier wird dann der endgültige Wert, den wir für H uns speichern, als den Distanzwert vom Startknoten zu H. Der Wert, der in diesem Moment gerade hier steht. Und jetzt müssen wir noch diese Aktualisierung machen, diesen Update. Jetzt haben wir für jeden Knoten, den wir unmittelbar, wie G hier, für jeden Knoten, den wir unmittelbar erreichen können, das ist in diesem Fall nur das G, aber sonst vielleicht mehr Knoten, für jeden Knoten müssen wir gucken, ist die neue Möglichkeit jetzt besser über G oder ist das, was wir bisher gefunden haben, an kürzesten Weg kürzer? Wie machen wir das? Werden wir gleich nochmal im Code sehen. Aber man kann es ja erahnen, wir müssen nicht jetzt hier mühselig, um zu prüfen, ob die beste Möglichkeit bisher, nur über grüne Knoten von S nach G zu kommen, ob die jetzt schlechter oder besser ist, als jetzt die beste Möglichkeit noch über H rüberzukommen. Wir müssen natürlich da jetzt nicht nochmal die ganzen Wege durchgehen, denn wir haben uns natürlich gemerkt, bei jedem grünen Knoten, welches der Wert war, der Distanzwert war. Wir haben uns hier bei dem A gemerkt, dass es die Länge, die Entfernung 8 hat. Hier haben wir uns gemerkt, dass es die Entfernung 12 hat. Hier haben wir uns gemerkt, dass es die Entfernung 14 hat. Und jetzt brauchen wir bloß zu schauen, vorher stand bei G 18, H hat Wert 14, brauchen bloß zu schauen, diese 14, die beim H steht, plus 1, ist das besser als der Wert 18, der vorher da stand? Wenn ja, haben wir dank dem Knoten H, dem neuen grünen Knoten, eine neue Möglichkeit gefunden, eine bessere Möglichkeit gefunden, nach G zu kommen. Wenn nein, bleibt es bei dem bisherigen. So, das können wir uns vielleicht direkt mal im Code gleich ansehen. Also, Initialisierung. In der Initialisierung müssen wir dieses Bild erreichen. Da muss ich noch Vollbildmodus machen. Nach Null-Iteration haben wir Startknoten plus 0 weitere grüne Knoten. Und alle roten Knoten, also alle aus dem Startknoten, sind hier drin, jeweils mit ihren Distanzen. Die unmittelbar erreichbar sind über eine einzelne Kante, also ohne rote Zwischenknoten, die haben hier den entsprechenden endlichen Wert. Die 30 hier für diese 30 und so weiter. Die anderen, die nicht unmittelbar von S aus erreichbar sind, die haben plus unendlich. Das ist schon die Initialisierung. Das muss man tun, damit man am Anfang loslegen kann mit der ersten Iteration. Das bedeutet konkret, erstmal gehen wir durch alle Knoten durch. Ich erlaube mir hier so ein bisschen Pseudocode-mäßiges. Für jeden Knoten setzen wir erst einmal, dass er noch nicht beendet worden ist, dass er noch nicht grün gefärbt worden ist. Und wir setzen den Wert auf unendlich, müssen jetzt aber nachkorrigieren. Nach diesem ersten Schritt, nach dieser ersten Schleife, wären alle Knoten rot
und hätten Wert unendlich, aber um zu diesem Bild zu kommen, müssen wir entsprechend bei S und bei diesen hier, bei diesen paar Knoten nachkorrigieren. Bei S einfach auf grün auf true setzen und die Distanz vom Startknoten. Was ist die Distanz von einem Knoten zu sich selber? 0. Logisch. Die setzen wir auf 0. Alles einmal durchgegangen. Und jetzt müssen wir noch die Knoten reinsetzen, die, also erstens mal die Delta-Werte korrigieren, die Distanzen korrigieren, die einzelnen Knoten haben, die unmittelbar vom Startknoten aus erreichbar sind, nehme ich einfach jeweils mit der Länge, also zurück, hier, wir sind gerade dabei, wir haben zuerst alles auf unendlich gesetzt und überschreiben jetzt für die Knoten, die unmittelbar erreichbar von S aus sind, den Wert unendlich mit der Länge dieser Kante, über die man von S direkt dahin kommt. So, das ist das. Und jetzt müssen wir noch alle Knoten, die rot sind, in die Priority Queue reinsetzen. Und welche sind das? Alle Knoten außer dem Startknoten. Und die fügen wir alle ein. Hier ist der Schlüsselwert. Hier ist der Schlüsselwert. Hier ist die Information, die am Schlüsselwert rangeht, nämlich der Knoten. Genau das, was Sie hier sehen, der Schlüsselwert, nachdem diese Minimierung passiert, die Reihenfolge, die Prioritäten, ist das hier und die Information, die jeweils dranhängt, ist das hier, damit wir natürlich dann jeweils auch auf diesen Knoten zugreifen können. So, das fügen wir ein und hier sehen Sie noch etwas, womit wir uns intensiv befasst haben. Einfügen hat einen Rückgabewert und dieser Rückgabewert ist eine eindeutige Kennung innerhalb der Heap-Datenstruktur, sodass wir mit dieser eindeutigen Kennung später bei Decrease-Key auf das hier drin durch Insert abgelegte neue Element unmittelbar mit konstantem Aufwand zugreifen können. So, das ist die ganze Initialisierung und schauen Sie sich das nochmal an im Vergleich. Hier die Anwendung einer Priority Queue und im Zusammenhang mit Heap as Array die Implementation der Priority Queue. Sie werden sehen, das wird 1:1 ineinander greifen. So, jetzt wieder die Situation mittendrin. Implementation der Schleife, das heißt des Schleifenrumpfs. Die Schleife ist einfach, kann man sich einfach als eine Vorschleife vorstellen, die eben so viele Iterationen hat, wie der Graph Knoten hat, minus 1. Denn für den Startknoten brauchen wir keine Iteration. Den Startknoten haben wir vor der Initialisierung erledigt. So, das, was ich jetzt eben gesagt habe, Knoten mit minimalem Wert rausnehmen und entsprechend verarbeiten. Das heißt, wir nehmen den nächsten Knoten raus mit der Methode, mit der wir das Minimum aus einem Heap oder einer anderen Implementation von Priority Queues herausnehmen, setzen den Knoten als einen grünen Knoten. Und jetzt müssen wir natürlich diesen Update-Schritt machen, den ich eben erläutert habe. Für alle Kanten, die rausgehen aus diesem Knoten, müssen wir etwas machen. Das sehen wir uns gleich an. Hier. Für alle Kanten, die aus diesem Knoten rausgehen, das war eben in dem Beispiel nur die Kante von H nach G, in dem Beispiel in dieser Iteration nur eine einzige Kante. Im Allgemeinen natürlich muss es nicht unbedingt eine Kante sein. Wir holen uns den Zielknoten dieser Kante. Und wenn dieser Zielknoten schon grün ist, brauchen wir nichts zu machen. Wollen wir auch nichts machen. Denn diesen Punkt der Invariante hatte ich noch nicht so richtig klar, glaube ich, betont. Für die roten Knoten
ist der aktuelle Distanzwert, der auch der Schlüsselwert in der Queue ist, der kürzeste Weg von Startknoten nur über grüne Knoten. Für einen grünen Knoten ist, das ist die Invariante, die wir noch beweisen werden, ist der Wert, den wir da als Delta-Wert haben, schon der korrekte Wert. Das behaupten wir jetzt, müssen wir noch beweisen. So, also, wenn der Knoten grün ist, brauchen wir nichts zu tun. Wenn er rot ist, dann kommen wir hier in die if-Abfrage. Jetzt hier prüfen wir, ob der alte Wert von diesem Knoten, der alte Distanzwert, schlechter ist als der neue Distanzwert über diesen neuen Knoten. Genau das, was wir eben gesehen hatten, gehen wir nochmal ganz kurz zurück hier. Wir nehmen jetzt als nächstes den H dazu, prüfen dann, ob wir über H schneller nach G kommen, über grüne Knoten alleine, als vorher über grüne Knoten alleine. Und das ist genau die Abfrage hier, ob der alte Wert, der jetzt bei diesem Knoten steht, schlechter ist als, also hier bei dem Beispiel denken Sie an das G, hier ist das H plus die Kantenlänge, ob diese neue Pfadmöglichkeit besser ist. Und wenn diese neue Pfadmöglichkeit besser ist, dann werden wir das natürlich als unseren neuen Wert ansehen für diesen Knoten. Das ist das Beste, was wir bisher gefunden haben. Und, was ich sagte, dieses Reduzieren des Delta-Wertes am Knoten muss natürlich einhergehen mit entsprechender Aktualisierung auch in der Heap-Datenstruktur, in der Priority Queue. Dort müssen die Schlüsselwerte natürlich konsistent sein mit dem, was an den einzelnen Knoten dran steht. Wir haben den Distanzwert vom Startknoten zu Head verändert, also müssen wir den jetzt auch innerhalb der Queue verändern. Das ist der neue Wert. Und hier, was wir aus Insert rausbekommen haben, ist der Parameter für Decrease Key, durch den wir unmittelbar, durch den die Datenstruktur, die Queue, unmittelbar auf diesen Knoten zugreift, auf die Informationen, Schlüsselwert und Knoten, die darin gespeichert sind, um da entsprechend diesen neuen Wert abzulegen. Und das ist es schon. Das ist mit etwas Abstraktion von Java, ist das schon der ganze Algorithmus. Mehr nicht. Also, und wenn Sie das nochmal vergleichen, wir haben uns ein bisschen umgetan bei den Live-Codings mit Graphenalgorithmen, waren typischerweise das letzte Beispiel in jeder Datei. Wenn Sie das nochmal vergleichen, das ist fast genau das, was wir da auch gemacht haben, immer einen Knoten aus der Datenstruktur rausnehmen, mit seine Nachbarn sich angucken, die gegebenenfalls, wenn sie noch nicht gesehen worden sind, in die Datenstruktur reinfassen. Genau das machen wir hier auch. Ein allgemeines Muster, um durch einen Graphen durchzulaufen, Knoten für Knoten über Kanten. So, das ist der Algorithmus. Warum stimmt das Ganze? Warum funktioniert dieser Algorithmus? Warum liefert das, was ich Ihnen eben da gezeigt habe, worauf Sie auch wieder im Vorfeld hingewiesen habe, dass Sie sich das vielleicht mal vorab antun? Warum liefert dieser Algorithmus jetzt tatsächlich für jeden Knoten die kürzeste Distanz vom Startknoten zu diesem Knoten, wenn der Algorithmus fertig ist? So, wir haben schon die ganze Zeit darüber gesprochen. Wir betrachten Pfade vom Startknoten zu roten Knoten, sodass alle Zwischenknoten grün sind. Die nenne ich jetzt einfach grüne Pfade. Alle Zwischenknoten sind grün. So.
Das ist die Gesetzesinvariante. Sieht erst einmal erschlagend viel aus, ist aber eigentlich, wenn man mal genau durchschaut, gar nicht so viel, ist eigentlich genau das, was ich gesagt habe. Gehen wir es nochmal durch. Das ist erst einmal das, was Sie sowieso gesehen haben. Bei dem Beispiel nach 4 Iterationen hatten wir 5 Knoten, die grün sind, der Startknoten und 4 weitere. Alle anderen waren rot. Und bei den Initialisierungen haben Sie gesehen, nach 0 Iterationen ist nur der Startknoten und 0 weitere Knoten grün, alle anderen sind rot. Das ist also irgendwie etwas unmittelbar Verbalisierung, Verschriftlichung von dem, was Sie in den Bildern gesehen haben. So, das wird uns jetzt gleich noch ein bisschen Kopfzerbrechen machen, ist aber leider das, was wir eigentlich haben wollen. Die Aussage, wenn ein Knoten grün ist, dann ist der Distanzwert, den wir für den gesetzt haben, richtig. Das ist die Rechtfertigung dafür, dass wir, wenn wir später niemals wieder diesen Distanzwert von diesem grünen Knoten anschauen. Ja? Sie erinnern sich, wir machen einen Knoten grün und alle unmittelbaren Nachfolger gucken wir uns an. Aber wenn so ein unmittelbarer Nachfolger grün ist, lassen wir ihn wieder links liegen, machen nichts mit dem. Nur bei den roten machen wir noch was. Wenn dieser Teil der Invariante erfüllt ist, dann ist der Algorithmus korrekt. Denn am Ende des Algorithmus sind alle Knoten grün. Und dieser Teil der Invariante sagt, für jeden grünen Knoten ist das, was wir als Distanzwert in diesem Attribut Delta gespeichert haben, der richtige Wert. Ergo, für jeden Knoten ist am Ende, wenn das stimmt, für jeden Knoten ist am Ende die wahre Distanz in dem Delta-Wert gespeichert. So, das hatte ich auch schon gesagt, das haben wir uns am Beispiel auch angesehen, dass es zumindest im Beispiel gestimmt hat. Müssen wir natürlich auch nochmal klären, ob das wirklich stimmt. Nämlich, wenn ein Knoten rot ist, dann steht in dem Delta bzw. als Schlüsselwert in der Priority Queue drin ein ganz bestimmter Wert, nämlich die kürzeste Möglichkeit vom Startknoten zu diesem Knoten zu kommen, nur über grüne Zwischenknoten oder eben über gar keine Zwischenknoten, wenn es eine Direktverbindung gibt. Also ein solcher grüner Pfad. Diesen letzten Punkt haben wir gesehen, da braucht man eigentlich nichts drüber zu beweisen. Die roten, am Anfang werden alle roten Knoten in die Queue reingepackt, da passt es. Und jedes Mal, wenn wir einen Knoten grün machen, mit Finish gleich True, genau in dem Moment holen wir ihn aus der Queue auch raus, passt auch. Das, glaube ich, diesen Punkt in der Invariante können wir abhaken, genauso wie den ersten Punkt, den können wir auch abhaken. Die zwei mittleren Punkte, wo es um die Distanzwerte, um die Deltas geht, die machen uns jetzt noch ein ganz klein wenig Kopfzerbrechen. So, Induktionsanfang. Gut, was sind die Punkte? Nochmal, nur S und 0 weitere Knoten haben wir gesagt, alle anderen sind in der Queue jeweils mit dem was heißt es, nur über grüne Knoten vom Startknoten zu einem Knoten zu kommen? Das heißt, da wir nur Startknoten als grünen Knoten haben, heißt es, unmittelbar dahin zu kommen. Okay, also wie meistens ist der Induktionsanfang mehr oder weniger offensichtlich. Induktionsschritt. Nehmen wir wieder am Beispiel von 3 nach 4. Hier sind wir in der Situation, dass wir zwei Knoten haben mit dem Wert 14 als kleinsten Wert. Hier in der nächsten Iteration haben wir dann das F und dann das H genommen. So, Induktionsvoraussetzung ist also,
Die Induktionsvoraussetzung ist, dass wir neben dem Startknoten noch drei weitere grüne Knoten haben, weil wir ja nach drei Iterationen jetzt sind, dass für diese Knoten in dem Delta-Wert die richtige Distanz abgespeichert ist, dass bei allen anderen Knoten, bei den roten Knoten, sowohl in dem Delta-Wert als auch parallel hier als Schlüsselwert in der Priority Queue, die kürzeste Möglichkeit, die schnellste Möglichkeit gespeichert ist, vom Startknoten zu diesem Knoten zu kommen. So, jetzt sind wir von 3 nach 4 gegangen, haben uns hier entschieden, wir haben die Wahl, aus irgendwelchen Gründen das F zu nehmen. Und was heißt das, Induktionsschritt? Also der erste Punkt, dass wir jetzt 4 Knoten haben, die grün sind, ist klar, logisch. Für die Knoten, die noch rot sind, das ist in dem Fall nur das B von F aus erreichbar, für alle die von F aus unmittelbar erreichbaren Knoten sind, haben wir jetzt die Fälle betrachtet, was war bisher die beste Möglichkeit, ohne F nur über grüne Knoten nach B zu kommen, und wie gut ist das? Das war die 20. Ne? Und wie gut ist es jetzt? F hatte den Wert 14 plus 2 ist 16. B ist also 20 war bisher das Beste. Über F ist 16 möglich. Also reduzieren wir für B den Wert auf 16. Das ist die beste Möglichkeit, jetzt wo F hinzugekommen ist, über grüne Knoten nach B zu kommen. Für alle anderen Knoten, die noch rot sind, hat sich nichts geändert. Es ändert sich nur etwas für die roten Knoten, die unmittelbar von F aus erreichbar sind. So. Gut, also die beiden Punkte, wie gesagt, verstehen sich eigentlich von selbst, ergeben sich unmittelbar, ohne dass man darüber nachdenken muss. S und 0 und I weitere Knoten sind erledigt, I nimmt jeweils 1 zu und die unerledigten Knoten sind in der Q drin. Das Distanzattribut, das Delta von diesem Knoten ist gleich dem Schlüsselwert. So, das habe ich jetzt eben versucht, Ihnen nochmal ein Beispiel nahezubringen, denn was ist die Länge eines, wenn wir einen neuen Knoten grün machen, was ist die Länge eines roten Knotens, die kürzeste Länge, die schnellste Möglichkeit vom Startknoten aus nur über grüne Knoten? Naja, entweder das Beste, was es bisher gab, ohne diesen neuen grünen Knoten, oder die beste Möglichkeit über diesen neuen grünen Knoten. Und die beste Möglichkeit über diesen neuen grünen Knoten manifestiert sich in dem Delta-Wert für diesen grünen Knoten nach Induktionsvoraussetzung. So, das ist alles kein Problem. Halt. Was uns hier Sorgen dann machen wird, ist das, was wir eigentlich haben wollen, dass bei den erledigten, bei den grünen Knoten die echten, richtigen Werte drin stehen. So, das haben wir jetzt gesehen. Das ist nochmal hier im Beispiel die allgemeine Argumentation, die ich eben genannt habe. Wir haben eine Möglichkeit, bisherige grüne Zwischenknoten, eine Möglichkeit über F und das Minimum aus den beiden ist die beste Möglichkeit, dahin zu kommen. So, jetzt zu dem Punkt. Alles bisherige kann man sich ohne weitere Zusatzüberlegungen einfach mehr oder weniger aus dem Code erschließen. Also gut, es geht natürlich einfacher, wenn ich Ihnen das erzähle, als wenn Sie das selber versuchen müssten zu erschließen, aber hier brauchen wir noch mehr Überlegungen. So. Diese Überlegungen versuche ich auch wieder bildlich zu beschreiben. Im Wiki finden Sie dazu eine textuelle Beschreibung.
Wir haben hier einen roten Knoten, den ich V nenne und der über irgendwelche grünen Pfade erreichbar ist. Und gezeichnet habe ich hier den Pfad, wo ich sagen will, das ist der kürzeste grüne Pfad vom Startknoten zu V. Und wir gehen jetzt davon aus, dass V jetzt der nächste Knoten ist, den wir grün färben wollen. Das bedeutet, unter allen roten Knoten ist V jetzt der Knoten mit geringstem Schlüsselwert, mit kürzester Distanz über grüne Pfade. Und anders gesagt, wenn ich noch irgendeinen anderen Knoten W habe, dann hat der mindestens so viel Distanzwert wie V. Wenn ich V als nächstes wähle, wähle ich ja den mit dem geringsten Distanzwert. So. Nehmen wir mal an, ich mache einen Fehler. Also was mache ich jetzt? Ich wähle den mit dem kürzesten Distanzwert. Das ist eben genau diese Länge dieses Pfades hier. Und setze als endgültigen Distanzwert für diesen Knoten das, was momentan die Länge dieses Pfades ist. Und ich behaupte, das ist richtig. Und davon will ich Sie jetzt überzeugen, dass das richtig ist. Einfach diesen Distanzwert, der jetzt gerade hier drin ist, als die endgültige Wahrheit für diesen Knoten zu nehmen. Das ist die echte Distanz vom Startknoten zu V. Schneller geht's nicht. Widerspruchsbeweis. Angenommen, es wäre doch schneller möglich. Das heißt, es gibt irgendwo einen anderen Pfad nach V, der kürzer ist. Dieser Pfad beginnt mindestens mit einem grünen Knoten S und hat vielleicht noch weitere grüne Knoten, möglicherweise. Vielleicht ist der einzige grüne Knoten sein, dann existieren diese Kanten alle nicht, diese Knoten und Kanten alle nicht, sondern es geht direkt eine Kante von S nach W. Aber so im Allgemeinen gibt es auf diesem Pfad vielleicht noch weitere grüne Knoten nach S. Aber es muss mehr als diese grünen Knoten geben auf diesem Pfad. Das ist logisch zwingend, denn nach Induktionsvoraussetzung ist der Wert, der hier drin steht, die kürzeste Möglichkeit, über grüne Knoten dahin zu kommen. Also, wenn es tatsächlich noch einen kürzeren Pfad gäbe, dürfte der nicht nur grüne Knoten enthalten, sondern müsste mindestens einen roten Knoten enthalten. Und dann noch irgendwas. Grüne Knoten, rote Knoten, in beliebiger Reihenfolge, wissen wir nicht. Interessiert uns auch nicht. Vollkommen egal. Wir wissen nur, es gibt so ein Bild. Wenn es einen kürzeren Pfad gibt von S nach V, dann gibt es so ein Bild, so ein paar grüne Knoten, diese Menge von grünen Knoten kann auch leer sein, mindestens einen roten Knoten und dann noch irgendwelche anderen grünen und roten Knoten. So muss dieser angenommene kürzere Pfad aussehen. So, dieser Pfad kann aber nicht kürzer sein, und zwar aus zwei Argumenten, die zusammenkommen. Das erste Argument ist die Auswahl von dem V. Die Distanz von dem V-Wert ist kürzer als die Distanz von dem W-Wert. Das heißt also, dieser Pfad ist höchstens so lang wie dieser grüne Pfad. Der grüne Pfad von S nach V ist höchstens so lang wie dieser grüne Pfad von S nach W. Hier geht Induktionsvoraussetzung ein, dass die Werte bei V und W, die wir für V und W gespeichert haben, gerade die kürzesten Möglichkeiten über grüne Knoten sind. So, und jetzt kommt noch was hinzu. Nämlich, was ich eben gesagt habe, dieser Algorithmus funktioniert nur korrekt,
wenn die Kantenlängen nicht negativ sind. So, das heißt also, wenn alle Kantenlängen nicht negativ sind, dann hat dieser Teilabschnitt des Pfades mindestens Länge 0. Oder halt was Positives, aber nichts Negatives. Das heißt also, dieser Pfad von S nach W ist mindestens so lang wie dieser Pfad von S nach V. Und dieser Gesamtpfad plus etwas nicht Negatives muss dann eben mindestens genauso lang sein wie von S nach V. Widerspruch. Dieser Pfad von S über W nach V kann nicht kürzer sein als dieser Pfad von S nach V. Und damit ist bewiesen, dass wenn ich tatsächlich mich an diese Regel halte, dass ich immer den Knoten nehme, wenn ich hier diese Auswahl habe zwischen diesen Knoten allen, die über grüne Pfade erreichbar sind, wenn ich immer den Knoten nehme mit dem kleinsten Distanzwert momentan, wie es die Priority Queue mir ja zurückgibt, das garantiert immer dann der Wert, den ich da in dem Moment habe, der echte Distanzwert ist. Es gibt keine kürzere Möglichkeit, von S zu diesem Knoten V zu kommen. So, und das ist eigentlich auch schon der ganze Beweis des Ganzen. Also eigentlich auch gar nicht so viel, auch nicht so viel vielleicht, wie es zuerst ausgesehen haben mag. Gut, aber Sie sehen, es ist notwendig, das wirklich zu beweisen, sich den Beweis klar zu machen, um einzusehen, dass dieser Algorithmus funktioniert, dass er korrekte Ergebnisse zurückliefert. Dass er wohl definiert ist, das können Sie dem Code direkt angucken. Dass er terminiert, können Sie auch dem Code direkt angucken. Dass tatsächlich die richtigen Distanzwerte am Ende drin stehen, das können Sie dem Code sicherlich nicht angucken. Also bis jetzt hat es noch keiner geschafft, das einfach dem Code anzugucken. Dafür musste man diese zusätzlichen Gedanken machen und eine Voraussetzung beachten, nämlich, dass die Kantenlängen nicht negativ sind. Ich habe auch schon mal in der Klausur eine Aufgabe gestellt, ein Beispiel zu konstruieren, möglichst kleines Beispiel, wo Dijkstra durch negative Kanten in die Irre geführt wird, also dafür gesorgt wird, dass er was Falsches berechnet. Stelle ich natürlich jetzt nicht nochmal wieder. So, vielleicht nochmal ein bisschen zusammensammeln, bevor es dann mit anderen Algorithmen weitergeht. Wir haben also einen gerichteten Graphen. Wie man den implementiert, haben wir gesehen. Wir haben als Attribut eine Länge für jede Kante und brauchen jetzt noch zusätzliche Informationen. Einfach ein paar Varianten. Das ist das, was Sie im Navi haben, diese Variante. Von einer Quelle, aus irgendwelchem Grund heißt das Quelle, von einem Startknoten zu einem Zielknoten wollen Sie einen kürzesten Pfad finden. Ja, von meinem Beispiel, von Kantplatz hier bis Frankfurt-Main Hauptbahnhof einen kürzesten Pfad finden. Ist aber nicht das, was wir jetzt eben gesehen haben. Was wir gesehen haben, ist nicht Single Source, Single Target, sondern Single Source. Das heißt, von einem Startknoten aus kürzeste Pfade zu allen anderen finden. Trotzdem ist Dijkstra die Methode der Wahl für jedes Navi, wahrscheinlich, ich würde mal vermuten, für jedes Navi in der Welt. Warum? Weil diese Single Source, Single Target Variante, bis jetzt kennt man nur die Möglichkeit, das mit Dijkstra zu lösen, Dijkstra laufen zu lassen, so lange, bis der Zielknoten erreicht und finished ist und dann den Algorithmus zu beenden. Also nicht, wie wir es eben gesehen haben, den ganzen Graphen, alle Knoten grün zu färben, sondern eben so lange, bis der Zielknoten grün gefärbt ist. Also mein schönes Beispiel wieder, Sie haben das Kartenmaterial, das Straßenmaterial von Europa, Asien, Afrika. Sie wollen aber nur von Kantplatz in Darmstadt nach Frankfurt-Main Hauptbahnhof. Das heißt, Sie lassen Dijkstra laufen, der geht in alle Richtungen, so wie eine Wellenfront sich ausbreitet, Knoten für Knoten,
immer weiter und irgendwann ist der Vorplatz beim Hauptbahnhof, zu dem Sie hinkommen wollen, grün gefärbt, dann würden Sie den Algorithmus natürlich beenden, denn Sie wollen ja nicht so lange warten, bis auch Singapur und Kapstadt die Knoten grün gefärbt sind. Bitte? Ja, okay. Wollte ich gerade sagen, das ist Dijkstra, so wie ich ihn hier dargestellt habe, ist natürlich nur das Grundprinzip. Es gibt einen Haufen Beschleunigungstechniken. Falls Sie es interessiert, solche Beschleunigungstechniken zu sehen, kommen Sie gerne in meine erste oder zweite Vorlesung Effiziente Graphenalgorithmen im Wintersemester. Bis dritte vielleicht. Da behandle ich Beschleunigungstechniken für Algorithmen am Beispiel vom Algorithmus von Dijkstra. Und auch das, was Sie eben gesagt haben, nochmal so wie vielleicht für alle, weil es wahrscheinlich nicht so leicht hörbar war. Es gibt Möglichkeiten, Dijkstra so zu trimmen, dass er tendenziell eher in Richtung Ziel geht, also stärker in die Richtung sucht und weniger stark in die andere Richtung, weg vom Ziel sucht, sodass man natürlich mit weniger Knoten, die man durchsuchen muss, dahin kommt. Aber das sind Sachen, wie gesagt, die nicht hier in der AOD zu besprechen sind. So, All Pairs, da kommen wir gleich dazu. All Pairs Shortest Path heißt, wir wollen einen kürzesten Pfad von jedem Knoten zu jedem anderen Knoten gehen. Kommen wir gleich, wie gesagt, dazu. Noch ein wichtiger Punkt dabei ist, wie kodieren, was soll der Algorithmus eigentlich liefern? Was soll da eigentlich rauskommen? Was wir bisher betrachtet haben, sind die Delta-Werte, nur die Distanz. Aber das ist natürlich Quatsch. Ja? Sie rufen Ihr Navi auf, Sie sagen, Sie wollen irgendwo hin, nach Hamburg, irgendwo hin, Vorplatz vom Hauptbahnhof. Und das Navi sagt Ihnen, das sind so und so viele Kilometer Entfernung, beziehungsweise das Navi sagt Ihnen, das ist so und so viel geschätzte Zeit. Schön. Hilft Ihnen aber jetzt nicht so richtig weiter, nicht? Also, wir wollen noch mehr speichern. Wir wollen natürlich den kürzesten Pfad bekommen. Aber wie bekommen wir den? Ja, wir haben jetzt ein paar Millionen Knoten oder, naja, vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, ein paar 10.000 Knoten in so einem Straßennetzwerk. Und für jeden dieser Knoten soll Dijkstra jetzt einen kürzesten Pfad speichern. Erstmal, wie macht er das? Wie kriegt er eigentlich erst einmal die kürzesten Pfade hin? Und dann sollen wir da so viele, viele Kanten, so viele Knoten speichern. Für jeden Knoten einen Pfad, wie man da hingekommen ist. Ist aber eine Menge, was man dafür speichern müsste. Die Grundidee ist, so macht man es halt. Und so dürfte das auch in Ihrem Navi wahrscheinlich gemacht werden. Der Algorithmus merkt sich nicht für jeden Knoten einen kürzesten Pfad, sondern er merkt sich nur die letzte Kante eines kürzesten Pfades. Denn wenn sich für jeden Knoten gemerkt wird, was die letzte Kante eines kürzesten Pfades war, dann kann man rückwärts diesen kürzesten Pfad rekonstruieren. Das will ich Ihnen zeigen hier. Dieser Knoten K, es ist dasselbe Beispiel wieder, nur jetzt natürlich ein paar andere Dinge im Vordergrund. Ich will den kürzesten Pfad vom Startknoten nach K finden. Ich habe mir zunächst einmal gemerkt, für den Knoten K, als weiteres Attribut des Knotens K, habe ich mir gemerkt, welches war die letzte reingehende Kante. So, wenn ich jetzt... Dann weiß ich, aha, diese Kante ging von G und jetzt habe ich dadurch G in der Hand. So wie ich ursprünglich K in der Hand hatte, wo ich eigentlich hin will, habe ich jetzt G in der Hand und kann auch bei G wieder schauen, was ist der letzte Pfad, die letzte Kante gewesen eines kürzesten Pfades. Die da. In G habe ich mir gespeichert, das ist die Kante. Jetzt gucke ich mir H an. Das war die letzte reingehende Kante, bei C, das war die Kante und bei A, das war die Kante. Und damit habe ich den kürzesten Pfad stückweise
Schritt für Schritt von hinten nach vorne rekonstruiert, indem ich mir einfach im Algorithmus immer nur gemerkt habe, was war die letzte Kante bei jedem Knoten, was war die letzte Kante, die da reingegangen ist von dem kürzesten Pfad. Und wie mache ich das? Am Anfang sind die Kanten irgendwie alle leer. Hier im Code, das haben wir hier schon gesehen. Wenn wir einen Grund haben, hier zu aktualisieren bei einem Knoten, das ist genau 1:1 der Code, den wir eben gesehen haben in der Schleife. Wenn wir Grund haben, die Distanz eines Knotens zu aktualisieren, dann heißt das, diese Kante hier ist momentan die beste Möglichkeit, also über den kürzesten Pfad in diesen Knoten hineinzukommen. Und dann setzen wir einfach an dieser Stelle ein Attribut, das ich hier Last in Going Arc nenne, könnte man vielleicht besser formulieren, setze ich an dieser Stelle das auf A. Jedes Mal, gehen wir zurück, hier, als ich H grün gemacht habe, eben in dem Beispiel, habe ich von H aus G aktualisiert und das war das letzte Mal, als G aktualisiert wurde. Und das ging über, trara, diese Kante. Diese Kante ist die beste Möglichkeit, die ich gefunden habe, nach G hineinzukommen, um ja, kürzesten Weg von Startnoten zu haben. Und damit haben wir zuerst, ohne dass sie protestiert haben, erst einmal die Möglichkeit gesehen, nicht Pfade, sondern nur Distanzen zu berechnen mit dem eigentlichen Kernalgorithmus von Dijkstra. Und wir haben jetzt dazu gesehen, wie man dann tatsächlich die kürzesten Pfade dazu berechnen kann, indem wir uns nämlich im Algorithmus immer die letzte Kante eines kürzesten Pfades speichern, der im Laufe des Algorithmus für einen großen Knoten durchaus sich ändern kann im Laufe der Zeit, wenn die anderen Knoten, von denen aus dieser Knoten erreichbar ist, so nach und nach grün werden. Und damit haben wir jetzt den ganzen Algorithmus durch. Alles, was es dazu zu sagen gibt, Komplexität habe ich jetzt nicht angesprochen, aber die ergibt sich eigentlich durch ein paar einfache Überlegungen. Wir packen jeden Knoten einmal in die Queue rein, holen ihn einmal aus der Queue raus. Das ist also n mal log n. Die Queue hat Knotenzahlgröße, also jede Operation ist Logarithmus Knotenzahl. Die Crease Key kann potenziell bei jeder Kante einmal mit einem Knoten passieren, also m Anzahl Kanten mal Logarithmus von Knotenzahl. Und das ist die ganze Komplexität. Knotenzahl plus Kantenzahl in Klammern multipliziert mit dem Logarithmus der Knotenzahl. Also eine sehr, sehr angenehme Komplexität. Falls Ihr Navi einen Haufen Zeit braucht, um die Verbindung zu berechnen, soll das eigentlich nicht am Algorithmus liegen, sondern an anderen Aspekten, an anderen Punkten in der Software. Ja? Moment, da muss ich nochmal ins Vollbild gehen. Also, schrittweise sind wir zurückgegangen von K nach G, nach H, nach C, nach A. So. Nein, nach B gibt es keinen Grund. Schauen Sie mal. A war der erste Knoten, der in der ersten Iteration grün geworden ist, weil hier nur Länge 8 ist. Und wenn Sie sich mal schauen, das hat schon seine Richtigkeit, weil
die Länge hier, 20 plus 5, ist ja wesentlich mehr als diese 8. B ist erst sehr viel später ins Spiel gekommen. Also wenn Sie nochmal in dem Foliensatz Dijkstra Example nochmal den ganzen Algorithmus durchsehen, dann werden Sie sehen, die Wege, die wir schrittweise gegangen sind, um am Ende nach K zu kommen, die sind nicht über B gegangen. Und deshalb gehen wir auch nicht über B zurück bei dieser Rückwärtssuche. Ist die Frage soweit beantwortet, oder? Ja. Durch den Algorithmus von Dijkstra haben wir in jedem einzelnen Knoten die Vorinformation, was diese letzte Kante ist. In K haben wir die Information als Attribut drin, dass diese Kante die letzte ist, in G, dass diese Kante in H, dass diese Kante und so weiter und so fort. So dass wir uns anhand dieser Informationen von Knoten zu Knoten durchhangeln können, so ähnlich wie mit dem Next Pointer bei linearen Listen, wenn man so will. Gut, dann kommen wir zu All Paths Shortest Path. So, wir wollen von jedem Knoten zu jedem Knoten die kürzeste Distanz berechnen. Das ist jetzt nichts, was man im Navi vielleicht will. Sie wollen nicht warten, bis das Navi erstmal alles berechnet hat, von Kapstadt nach Singapur und zurück. Aber in manchen Situationen ist es sinnvoll. Und es kommt noch ein Punkt hinzu, über den wir auch noch zu sprechen haben, nämlich, dass diese Algorithmen tatsächlich mit negativen Kantenlängen klarkommen. So, was machen wir hier? Wir haben die Knoten, wir packen das Ganze in eine Matrix. Wir haben die Knoten V1 bis V6, einmal als Zeilen, einmal als Spalten, also Array von Array als Implementation wird volle Dienste leisten. Und wir fangen an, genauso wie bei Dijkstra, mit den initialen Distanzen. Die Distanz von einem Knoten zu sich selber ist natürlich 0. Und die Distanz von V1 nach V2 ist 15. Die Distanz von V1 nach V4 ist unendlich, denn es gibt keine Kante von V1 nach V4. Ja, völlig, die Initialisierung ist völlig analog zu dem, was wir in Dijkstra gemacht haben. Von Knoten zu sich selber 0. Vom Knoten zum unmittelbaren Nachfolger, gleich Kantenlänge, alles andere unendlich. So. Ich sage Ihnen jetzt die Invariante. Und danach werden Sie es hoffentlich verstehen, was da eigentlich von Iteration zu Iteration passiert. Die Invariante, oder was haben wir jetzt zunächst mal nach der Initialisierung? Wir haben hier die kürzesten Pfade drin. Für jede Zelle steht der kürzeste Pfad drin. Von V4 zum Beispiel nach V6, von V4 nach V6 mit höchstens einer Kante. Ja? Von V4 nach V5 gibt es keinen Pfad mit höchstens einer Kante, deshalb steht da unendlich drin. Von V4 nach V4 gibt es einen Pfad mit höchstens einer Kante, nämlich gar keine Kante, Wert 0. Und von V4 nach V6 Länge 2 und so weiter. Und das tradiert sich fort. Nach einer Iteration stehen da die kürzesten Wege drin mit höchstens 2 Kanten. Nach 2 Iterationen die kürzesten Weglängen mit höchstens 3 Kanten und so weiter und so fort. Also nach Iteration steht da in der Matrix immer die kürzesten Weglängen mit höchstens i plus 1 Kanten. Und das haben wir jetzt hier gemacht. Ich will es nur ein einziges Beispiel rausgreifen, die 19 hier vielleicht von V1 nach V5. V1 nach V5, wie sind wir da hingekommen? Hier und hierhin haben aus der unendlich eine 19 gemacht, beziehungsweise wir haben auch Fälle, wo es vorher schon einen, ja hier, von V1 nach V2 hatten wir hier erst einmal die 15, beste Möglichkeit mit höchstens einer Kante. Und jetzt haben wir hier Länge 11, beste Möglichkeit mit höchstens 2 Kanten. Da kommen Sie über die 6 rüber. Und das ist das Bildungsprinzip, wie sämtliche weiteren Beispiele aussehen. Nach einer Iteration, nach 2 Iterationen will ich nicht mehr weiter. Vielleicht nochmal ein Beispiel hier.
Nehmen wir hier die von V1 nach V5. Wie kommt diese 15 zustande? Wo muss ich lang schauen? Wo muss ich denn da lang schauen? Da, da und da. Also von V1 über V6, V2 nach V5. Ist diese 15 hier oben die beste Möglichkeit mit höchstens drei Kanten? Mit höchstens drei Kanten, denn zum Beispiel hier von V1 nach V2, die 11, das geht mit, wo ist es, mit zwei Kanten. Und so weiter und so fort. Das ist die Invariante, wie ich sie Ihnen gesagt habe. Na, Sie sehen, ich habe jetzt hier, werden wir noch drauf zu sprechen kommen, ich habe hier immer mi plus 1 von Zeile V nach Zeile W, von Knoten V nach Knoten W, nach i-Iteration, kürzeste Pfade mit höchstens i plus 1 Kanten im Allgemeinen. So, am Anfang habe ich gesagt, höchstens eine Kante, die drei Fälle von Knoten zu sich selber, 0, keine Kante, von einem Knoten zu einem anderen, überträgt eine Kante oder ansonsten unendlich. Induktionsschritt, ja. Wie machen wir das? Was machen wir in jedem Iteration, um diese Invariante durchzuhalten? Genau das, was hier steht, was sehr, sehr ähnlich ist zu dem, was wir in Dijkstra gesehen haben. Wenn mit maximal i-Kanten, der kürzeste Weg mit maximal i-Kanten ist entweder der kürzeste Weg mit maximal i-1 Kanten und der steht schon an dieser Stelle drin nach Induktionsvoraussetzung, ist genau der Wert, der nach der letzten Iteration dort zu stehen hat. Das ist der eine Fall. Der kürzeste Weg mit höchstens i plus 1 Kanten ist entweder der kürzeste Weg mit höchstens i Kanten oder der kürzeste Weg eben mit genau i plus 1 Kanten, mit einer Kante mehr. Und wie kriegen wir den raus? Wie kriegen wir den hin? Was ist der kürzeste Weg von V nach W mit höchstens i plus 1 Kanten? Naja, irgendein Knoten muss der letzte gewesen sein auf diesem kürzesten Weg mit i plus 1 Kanten. Ja? Das soll der kürzeste Weg mit höchstens i plus 1 Kanten sein. Und das ist der kürzeste Weg mit i Kanten. Der kürzeste Weg mit höchstens i Kanten, der ist in der Matrix schon drin an der Zeile V und dem Knoten W. Und wie kriegen wir jetzt den hier zu packen, die beste Möglichkeit mit i plus 1 Kanten? Naja, was ist denn das hier für ein Pfad? Dieser Pfad ist die kürzeste Möglichkeit mit höchstens i Kanten von V nach X. Und dieser Wert steht auch in der Matrix drin in Zeile V und Spalte X nach Induktionsvoraussetzung. Das heißt also, die Information, die wir brauchen, genauso wie bei Dijkstra, wir brauchen nicht uns die ganzen kürzesten Pfade von Startnoten aus durchgehend zu suchen, um das alles abzudaten, sondern wir haben es schon an den entsprechenden Stellen drin, um den kürzesten Weg mit höchstens i plus 1 Kanten von V nach W zu finden, haben wir entweder die Auswahl, den kürzesten Weg, den wir bis dahin berechnet haben, mit höchstens i Kanten, oder sämtliche Möglichkeiten, wir müssen sämtliche Möglichkeiten x durchgehen, sämtliche anderen Knoten und gucken, das, was jetzt schon in der Matrix an der Stelle Vx steht, plus die Länge dieser Kante, ist das besser oder nicht. Und das führt dann zu dieser Minimierung hier. Wir gehen über sämtliche Knoten X durch, die als Zwischenknoten in Frage kommen, gucken uns an, was steht in der Matrix von V nach X als kürzeste Möglichkeit bisher berechnet, addieren noch die Länge drauf und das Beste davon, wenn das besser ist als der bisher beste gefundene Weg von V nach W, die bisher beste gefundene Länge, dann nehmen wir das. Und das X, wo wir hier das Minimum finden, wenn das wirklich besser ist
als der beste bisher gefundene Weg. Dieses x, das gibt uns wieder an, welche Kante der letzte Pfad ist, nämlich von x zu w. Diese Kante müssen wir uns dann jetzt in w speichern, als der letzte Weg eines kürzesten Pfades von v nach w. Also wir speichern uns jetzt hier in jedem Knoten, für jeden Knoten nicht mehr eine letzte Kante, so wie wir uns für jeden Knoten auch nicht mehr nur einen Distanzwert speichern, sondern wir speichern uns ja für jeden Knoten einen Haufen Distanzwerte, so viele wie es halt Knoten gibt, und in jedem dieser Fälle, für jeden dieser Einträge noch zusätzlich die letzte Kante, zu der wir dahin gekommen sind. So, und so nach dieser einfachen Logik geht er schrittweise weiter, M4, M5 und fertig. Wir können es uns sicher sein, nach vier Iterationen können wir uns sicher sein, dass wir Schluss machen können. Warum? Die Invariante sagt, nach vier Iterationen haben wir hier jeweils die Länge eines kürzesten Pfades mit höchstens 5, 4 + 1 Kanten. Wie viele Kanten, wenn wir 6 Knoten haben, wie viele Kanten kann so ein kürzester Pfad haben? Höchstens 5, nicht? Das ist das Schlimmste, was passieren kann, ja? Ich fabuliere mal so 1, 2, 3, 4, 5. Die größte Anzahl von Kanten, die wir nur haben können in diesem Graphen für einen kürzesten Pfad, es können höchstens 5 Kanten sein. Das heißt, nach 4 Iterationen können wir sicher Schluss machen. Also Knotenzahl minus 2, viele Iterationen. So können wir die Vorschleife basteln, dass sie dann zu Ende ist. Das ist im Prinzip erstmal der Algorithmus von Bellman-Ford. Also Sie sehen sehr viel Ähnlichkeiten zum Algorithmus von Dijkstra, nur dass wir hier ambitionierter sind. Die Komplexität ist natürlich auch etwas problematisch. Gehen wir mal hier zurück. Was müssen wir tun? In jeder Iteration müssen wir für jedes Paar, für jeden Matrix-Eintrag etwas berechnen. Jede Iteration sind ungefähr linear viele in der Knotenzahl. Matrix-Einträge haben wir quadratisch viele, also wir haben schon Knotenzahl hoch 3 pro Eintrag. Und was müssen wir jetzt in jeder Iteration mit jedem Eintrag machen? Hier müssen wir nochmal über alle Knoten gehen, bekommen wir nochmal die Knotenzahl hinzu. Das heißt, dieser Algorithmus, den ich jetzt vorgestellt habe, hat Knotenzahl hoch 4 Komplexität. Schon mal deutlich schlechter als Dijkstra, aber wir können ja auch mehr mit diesem Algorithmus, wir können All Pairs damit. So. Das ist der Algorithmus prinzipiell, aber die Geschichte ist noch nicht ganz zu Ende. So. Nach 4 Iterationen haben wir gesagt, ist Schluss. Aber wenn Sie in die Literatur schauen, dann werden Sie feststellen, Bellman-Ford macht noch eine Iteration mehr. Für das Beispiel, was wir eben gesehen haben, haben die 4 Iterationen gereicht. Warum 5 Iterationen? Jetzt kommt der Punkt ins Spiel, den ich gesagt habe. Dijkstra, dieser schöne, einfache, schnelle Algorithmus, der funktioniert nur, wenn die Kantenlängen alle nicht negativ sind. Jetzt betrachten wir mal negative Kantenlängen. Ja? Kantenlänge minus 7, Kantenlänge minus 9. Wir haben sogar hier irgendwo einen negativen Zyklus drin. Hier nicht. Minus 9 plus minus 7 plus 15 ist minus 1. Also mindestens diesen einen negativen Zyklus haben wir drin. So, jetzt lassen wir Bellman-Ford laufen. Ganz normal, wie bisher auch. Also Sie sehen, hier haben wir dann die negativen Kantenlängen natürlich einfach drin an diesen Stellen. Und jetzt rechnet sich das weiter. Und Sie sehen hier etwas, dass diese Diagonale nicht mehr bei alles Nullen sind. Denn wenn wir negative Zyklen drin haben, das ist das Endergebnis, wenn wir negative Zyklen drin haben,
dann können wir besser als mit Länge 0 von einem Knoten zu sich selber kommen. Wir können irgendwie, weiß ich jetzt nicht, wie es hier am einfachsten ist, von einem Knoten zu sich selber kommen, über einen Zügel mit negativen Werten. Also Sie sehen, logischerweise, wenn wir kürzeste Wege haben wollen, dann wird das Ganze immer negativer, wenn wir da negative Werte dran haben. So ein Ergebnis kommt raus. Und woran können wir jetzt erkennen, dass wir einen negativen Zügel drin haben? Daran, alle Knoten, in diesem Fall tatsächlich alle, aber alle Knoten, die auf der Diagonale einen negativen Wert haben, sind auf einem negativen Zügel. Ja, ist ja logisch. Wir fangen an mit 0 und irgendwann wird die Berechnung, die Invariante, kürzeste, also nehmen wir mal an, wir haben einen negativen Zügel mit Länge 3, drei Kanten. Nach zwei Iterationen werden wir dann diesen kürzesten Zügel als beste Möglichkeit haben, um von diesem Knoten zu sich selber zu kommen. Sodass wir dann hier erkennen können, dass da negative Zügel drin sind. Solange keine Zügel negativ sind, solange nur einzelne Kanten negativ sind, solange wird dieser Algorithmus im Gegensatz zu Dijkstra tatsächlich die korrekten Ergebnisse liefern. Warum jetzt aber trotzdem eine Iteration mehr? Weil, wie in diesem einfachen Beispiel, die Länge eines Zügels gerade so groß sein kann wie die Knotenzahl. Und nur wenn wir eine Iteration mehr machen, dann würden wir auch einen solchen Zügel, der alle Knoten umfasst, hier finden. Ja? Sie haben keinen Zügel kürzerer Länge als 5 Knoten und 5 Kanten. So, das ist jetzt alles, was man zu diesem Algorithmus typischerweise zu sagen hat. Dieser Algorithmus kann, wenn die Kantenlängen nicht negativ sind, kann er das All-Pairs-Problem lösen. Das haben wir beim ersten Beispiel gesehen. Selbst wenn es keine negativen Zügel gibt, sondern nur einzelne negative Kanten, funktioniert das Ganze noch. Bei negativen Zügeln wird das entdeckt, dass es negative Zügel gibt. Jeder Knoten, der auf einer negativen Zügel drauf ist, wird hier einen negativen Wert in der Diagonale von sich zu sich selbst haben. Wortmeldung, bitte. Ja, es gibt sinnvolle Anwendungen, die hier aber zu weit führen, beispielsweise im Bereich Scheduling, Projektplanung. Wie gesagt, das würde jetzt hier zu weit führen. Da lade ich Sie gerne ein in die algorithmische Modellierung bei mir im Sommersemester beispielsweise. Da werden Sie solche Beispiele sehen, wo es tatsächlich Sinn macht, solche Sachen zu haben. Ich habe immer wieder versucht, mir hier für die AOD ein Beispiel zurechtzulegen, bei dem es irgendwie Sinn macht mit negativen Kantenlängen. Das Einzige, was mir eingefallen ist bisher, ist, stellen Sie sich vor, Sie haben so ein Fahrzeug, ein Kfz, mit der Möglichkeit, bergab Strom wiederzugewinnen, also Energie wiederzugewinnen, sei es in einer Schwungscheibe, sei es mit einem Akku. Dann heißt es natürlich, wenn Sie den Stromverbrauch, den Energieverbrauch dieses Kfz als Weglänge haben wollen, was ja im Zeitalter von Elektromobilität sehr, sehr sinnvoll ist. Also solange die Akkutechnologie nicht deutlich besser wird, ist die Reichweite vielleicht doch ein bisschen wichtiger bei Elektroautos als die Fahrgeschwindigkeit. Das heißt also, bei einem Auto, das bergab Strom wiedergewinnen kann, würde dann die Länge bergab, denken Sie an eine Passstraße in den Alpen, negativ sein. Aber wie gesagt, das ist jetzt nur so ein Beispiel, was mir eingefallen ist zur Illustration. Aber es gibt eine ganze Menge Anwendungen im Bereich Betriebswirtschaftslehre, Unternehmensplanung, in denen so etwas eine Rolle spielt. Aber
es ist ja nicht nur die negativen Zyklen, die wichtig sind, sondern eben das All-Pairs-Problem auch. So, kleine Verbesserung des Ganzen. So, das haben wir bei Bellman fortgemacht. Wir haben den neuen Wert berechnet aus den alten Werten dieser Matrix mit der Kantenlänge. Das kann man auch zusammenfassen. Das habe ich nur aus didaktischen Gründen hier auseinandergezogen, um zu verstehen, was die einzelnen Terme hier bedeuten. Man kann das Ganze auch zusammenfassen und sagen, x kann ja auch w sein. X kann ja auch w sein. Und wenn x w ist, dann haben wir hier der Weg von v nach w, also das, was hier oben ist, plus die Länge von w zu sich selber, plus 0. Das heißt, dieser Term hier oben ist gleich dieser Term für x gleich w. Dann brauchen wir hier w nicht mehr ausschließen, können wir es mit reinnehmen und haben das alles zusammengefasst in einen Minimierungsausdruck. So, machen wir mal einen kleinen Exkurs, der Ihnen jetzt vielleicht ein bisschen merkwürdig vorkommt. Matrix, okay, mit Matrix hat das was zu tun, aber mit Multiplikation. Sie sehen, Sie kennen die Formel für die Matrixmultiplikation. Quadratische Matrizen betrachten wir hier nur, deshalb ist sie ein bisschen einfacher. Wir haben Zeilenzahl gleich Spaltenzahl gleich n. So sieht die Formel aus, wenn ich zwei Matrizen A und B miteinander multipliziere und das Ergebnis ist x. Können wir auch noch mal so schreiben. Ich weiß nicht, ob Ihnen diese Schreibweise vertraut ist. Das ist die allgemeinere Schreibweise. Nämlich, diese Schreibweise hier oben für die Summenzeichen ist Ihnen sicherlich vertraut, von k gleich 1 bis n. Aber allgemeiner ist, den Index für die Summation aus einer Menge zu nehmen, zum Beispiel aus der Menge 1 bis n. Dann ist das, was hier unten steht, genau dasselbe wie da oben, k gleich 1 bis n. Ja, einfach nur eine Umschreibung. Das wird Ihnen sicherlich öfters nochmal später aufkommen, dass man summiert den Index aus einer Menge nimmt und nicht so als Laufindex herzunehmen. So, ein bisschen Platz machen. Das ist nochmal dasselbe. Jetzt vergleichen wir das beides mal von seiner Struktur her. Das ist die Matrixmultiplikation und das ist von der Struktur her das, was wir eben gemacht haben mit der Minimumsbildung. Ja, ein bisschen zurück. Hier diese Minimumsbildung, eine Matrix, der Eintrag, eine andere Matrix, die Spalte hier ist die Zeile hier. Und haben genau dasselbe Schema wie bei der Matrixmultiplikation. Die Spalte hier ist die Zeile hier. So wie bei der Matrixmultiplikation, die Spalte hier ist die Zeile hier. Und erster Index ist der Zeilenindex vom Ergebnis. Dieser Index ist das Spalte des Ergebnisses. Hier auch. Alles dasselbe. I aus 1 bis n oder K aus 1 bis n. K müsste hier eigentlich auch heißen. So, das heißt, wir können das auffassen als eine Matrixmultiplikation. Wie eine Matrixmultiplikation? Tatsächlich ist es so, dass in der Mathematik Matrixmultiplikation allgemeiner formuliert wird, als Sie es in der Mathe 1 für Informatiker oder Ähnliches kennengelernt haben. Also die Mathematiker unter Ihnen werden vielleicht da mehr dazu wissen. Nämlich, man kann Matrixmultiplikation nicht nur einfach mit reellen Zahlen mit dem Körper der reellen Zahlen, sondern mit beliebigen Ringen. Und die reellen Zahlen oder auch die komplexen Zahlen mit der Operation Plus und Mal bilden einen Ring. Und die reellen Zahlen auch in diesem Fall mit Minimum statt
Summe und Addition statt Multiplikation bilden einen Ring im mathematischen Sinne. Und Matrixmultiplikation ist nicht nur in Körpern, sondern in jedem Ring definiert. Das heißt, das, was wir hier machen, ist aus mathematischer Sicht in der Tat Matrixmultiplikation. In einem anderen Ring, reelle Zahlen, selbe Grundmenge, wie Sie sonst kennen, aber eben statt Summe Minimumsbildung, statt Multiplikation Addition. Schauen Sie sich nochmal die Axiome für Ringe an, wenn Sie es da weitergehend interessiert, und prüfen Sie nach, dass die Axiome tatsächlich erfüllt sind. Da war eine Wortmeldung irgendwo? Ja, die Antwort ist ja. Die erste Konstante ist das, womit wir uns die ganze Zeit hier, also das neutrale Element der äußeren Operation, der Minimumsbildung, ist plus unendlich. Denn plus unendlich, Minimum von plus unendlich und irgendwas ergibt irgendwas. Das Minimum von plus unendlich und x ergibt x. Und das neutrale Element hier ist dann die 0. Ja, das ist korrekt. So, das können wir auch dann verkürzt schreiben. Bellman-Ford, eine Iteration von Bellman-Ford sieht so aus. Die Eingabematrix, wo die Längen herkamen, multipliziert mit der aktuellen Matrix, ergibt die nächste Matrix. Ja, ich habe jetzt nur abgekürzt. Matrixmultiplikation kann ich hier einfach als Produkt der Matrizen schreiben. Das sind die beiden Matrizen, die ich hier miteinander multipliziere. So, warum mache ich jetzt diesen ganzen dummen Kram? Warum mache ich jetzt diesen Blödsinn? Wortmeldung, warum ich dumme Sachen mache? Sie haben jetzt einen Schritt zu weit gedacht. Der Hinweis war, dass ich den Index nach unten und nicht nach oben packen soll. Nein, ich meine die Potenzbildung. L war M1. MI plus 1 ist MI mal M1. Das ist schon so gedacht. Da war drüben noch eine Wortmeldung. Mit dem was? Mit den Ringen, ja? Das Inverse. Zurück. Semiring. Entschuldigung, nicht Ring, sondern nur Semiring. Für die Matrixmultiplikation brauchen Sie ja auch kein Inverses und nichts. So, warum mache ich diesen ganzen Quatsch hier? Weil daraus jetzt eine Idee entsteht. Wenn Bellman-Ford bedeutet, dass ich immer die Matrix MI, die aktuelle Matrix, mit der Ausgangsmatrix multipliziere, um dann eins weiterzukommen, ja, eine Potenz höher zu kommen. Es sind wirklich nach dieser Matrixmultiplikation die Potenzen. Dann kann ich das auch anders machen. Nämlich, dass ich die Ergebnismatrix nach derselben Logik mit sich selbst multipliziere. Und dann bekomme ich nicht eine nächste Potenz, sondern dann bekomme ich gleich die Verdopplung der Potenz raus. Das geht natürlich viel, viel schneller. Das ist der Gag an der ganzen Geschichte. Wenn ich nicht immer, so wie hier, immer mit den Längen multipliziere, sondern da, wo die Länge steht, eben einsetze den entsprechenden Eintrag in der aktuellen Matrix. Und wenn wir uns das mal angucken, nach Null-Iteration ist alles noch gleich. M1 gleich die Eingabematrix ist dieselbe. Nach einer Iteration ist eigentlich auch immer noch alles gleich. Weil wir haben ja M1 mal M1 jetzt multipliziert und kriegen M2. Aber jetzt multiplizieren wir M2 mit M2 und kriegen M4. Und jetzt multiplizieren wir M4 mit M4 und kriegen M8 und können beenden. Denn M5 war ja schon das richtige Ergebnis. So, was ist dann M8, was wir hier berechnet haben? M8
Da stehen die nach Invariante die kürzesten Pfade mit höchstens 9 Kanten. Aber es können ja höchstens 5 Kanten sein. Das heißt, was hier in M8 drin steht, ist dasselbe wie was in M4 sogar drin steht. Die kürzesten Pfade mit höchstens 5 Kanten. Das echte Ergebnis steht da drin, auch in M8. Das heißt, wenn Sie jetzt die Matrixmultiplikation immer weitermachen, ja, wenn Sie Bellman-Ford weitermachen würden, würde sich an der Matrix nichts mehr ändern, nachdem Sie so und so oft, wie wir besprochen haben, die Matrixmultiplikation durchgeführt haben und dann noch weitere Iterationen durchführen würden von Bellman-Ford, dann wäre das immer noch dieselbe Matrix. Die Matrix würde sich nicht mehr ändern. Sagt die Invariante, können Sie selber ausprobieren, dass es tatsächlich so ist. Und hier in dem kleinen Beispiel haben wir natürlich keinen Gewinn. Aber wenn Sie sich mal angucken, wir haben wieder unseren Freund, den Logarithmus. Wir haben, nehmen wir mal an, wir haben 1 Million Knoten da drin. Dann würde Bellman-Ford 1 Million Iterationen machen. Hier durch diese fortlaufende Zweierpotenzierung haben wir nur logarithmisch viele Iterationen. Wieder mal unseren schönen Gewinn, statt 1 Million haben wir 20 Iterationen. Gut. Da gibt es scheint es noch Fragen zu geben, noch nicht alles klar zu sein? Oder man beschäftigt sich mit anderen Dingen? Beschäftigen Sie sich damit? Haben Sie eine konkrete Frage, die wir jetzt hier noch beantworten können? Nö. Gut, dann machen wir noch ganz zum Schluss. Wir haben das jetzt mal früher aufgehört. Machen wir jetzt ganz zum Schluss. Das wird jetzt ganz schnell gehen. Noch den letzten Algorithmus für All Pairs Shortest Path. Der geht anders vor und der wird schneller sein als Bellman-Ford. Das ist ein wichtiger Punkt, um mal zu sehen. Ich habe diese beiden Algorithmen gegeneinander gestellt, unter anderem auch, um zu sehen, dass man zwei Algorithmen verstehen und auseinanderhalten kann, wenn man ihre Invarianten auseinanderhält. Denn der wesentliche Unterschied wird hier sich aus der Invariante ergeben. Was ist das? Was passiert hier? Die Invariante ist, also hier am Anfang fangen wir wieder mit demselben an wie immer. Die Invariante ist, dass nach einer Iteration nur V1 als Zwischenknoten für Pfade in Frage kommt, nach zwei Iterationen V1, V2, nach drei Iterationen, nach i-Iterationen, das ist die Invariante, haben wir die kürzesten Pfadlängen ausschließlich aus den ersten i-Knoten. Das heißt, wir sortieren die Knoten in irgendeiner Reihenfolge, ist vollkommen egal, nummerieren die 1 bis 6 und am Anfang haben wir die Werte ohne Zwischenknoten, nur die direkten Verbindungen sind hier wieder wie immer drin. Also hier mit 0 Knoten, hier mit 0 Kanten, Entschuldigung, hier mit einer Kante. Hier gibt es keine Möglichkeit mit höchstens einer Kante. Jetzt erlauben wir V1 als Zwischenknoten und haben hier eine Veränderung, beispielsweise von V5 nach V2. Von V5 nach V2 haben wir jetzt eine Möglichkeit. Jetzt erlauben wir in der nächsten Iteration V2 zusätzlich. Das heißt also beispielsweise, wir haben jetzt eine Möglichkeit von V5 nach V4 zu kommen über V1, V2 dahin. Und das ist die 25 hier, ne? Genau. Also so nach und nach kommen alle Knoten als mögliche Zwischenknoten ins Spiel. So, Anfang haben wir gesehen, kein Zwischenknoten erlaubt, die normale initiale Matrix wie immer. Induktionsschritt, wie sieht der jetzt aus? Gucken wir uns am Bild erstmal wieder an. Wir nehmen jetzt im Eden-Schritt einen neuen potenziellen Zwischenknoten hinzu, VI. Im Iterationsschritt. Und wir wollen jetzt den kürzesten Pfad haben von jedem Knoten V zu jedem Knoten W, der nur V1 bis VI enthält. Wie finden wir den kürzesten Pfad?
Naja, wenn er VI nicht enthält, dann ist es das, was wir immer schon hatten, was wir eben schon hatten. Wenn er VI enthält, der kürzeste Pfad, der von V über VI nach W geht, wie kriegen wir den? Den kriegen wir sehr, sehr einfach. Denn er soll nur Knoten von V1 bis VI enthalten. Das heißt, die Knoten, die wir hier dazwischen haben, von V nach VI, sind aus V1 bis VI-1. Und die Knoten, die wir von VI nach W haben, die Zwischenknoten, sind aus V1 bis VI-1. Und genau das ist, was in der Matrix im Momentan steht. Die beste Möglichkeit, von V nach VI zu gehen, nur mit den Knoten V1 bis VI-1. Die beste Möglichkeit, von VI nach W zu gehen, nur mit diesen Knoten. Wir haben diese Formel. Die alte Möglichkeit, die bisherige Möglichkeit, plus die Möglichkeit, ob man nicht über diesen neuen Knoten VI, der neuen Spiel hingekommen ist, besser hinkommt. Und das ist der ganze Algorithmus, den kann man jetzt weiter durchführen. V3 kommt ins Spiel, ändern sich ein paar Sachen, weil wir zum Beispiel von V1 nach V4 kommen wir hier lang. Besser als alles, was wir bisher von V1 nach V4 gesehen haben. Der Knoten V4 kommt ins Spiel, der Knoten V5 kommt ins Spiel, der Knoten V6 kommt ins Spiel. Und damit sind wir fertig. Denn es können ja nur V1 bis V6 Zwischenknoten sein. Und das Endergebnis ist, die kürzesten Pfade, die nur Zwischenknoten V1 und V6 bis V6 enthalten. Also alle möglichen Pfade. Das Endergebnis sind wieder, ergibt sich aus der Invariante, die kürzesten Pfade schlechthin. Komplexität hier. In jeder Iteration gucken wir uns jetzt wieder jeden Matrix-Eintrag an. Linear viele Iterationen in der Anzahl der Knoten. Quadratisch viele Matrix-Einträge. Sind wir wieder bei Knotenzahl hoch 3. Aber was wir jetzt hier zu tun haben, ist, wir durchlaufen hier in diesem Update nicht nochmal sämtliche Knoten, sondern wir gucken uns nur VI an. Wir haben hier konstante Komplexität. Es bleibt bei Knotenzahl hoch 3, während wir hier an dieser Stelle bei Bellman-Ford ein hoch 4 reinbekommen haben, weil in der entsprechenden Formel war da noch eine Minimumsbildung über sämtliche Knoten. So, meine Damen und Herren, danke, dass Sie mir nochmal hier die 5 Minuten erlaubt haben. Damit sind wir mit All Pairs Shortest Path durch und mit kürzesten Wegen insgesamt. Und ich denke, ich hoffe mal, dass das ein gutes Komplement ist zu dem, was Sie mit Nabla entweder schon gesehen haben oder noch sehen werden. Beim nächsten Mal kommen wir dann mit minimalspannenden Bäumen weiter, aber das schreibe ich Ihnen ja auch wieder. Für heute möchte ich mich bei Ihnen bedanken für die Aufmerksamkeit und würde mich freuen, Sie dann am Donnerstag wiederzusehen.